YouTube Deutschland, herzlich willkommen zurück. Ich möchte euch heute gerne 5 Tipps und Tricks für Cold War und Warzone geben, die ihr zu 99% noch nicht alle gekannt habt. Und der Trick ist, und das sage ich jetzt schon vorab, einer dieser Tricks ist nicht, spielt es nicht. Das ist kein Trick, das kennt jeder, das ist der beste Ratschlag, den ihr geben könnt. Aber für all die von uns, die immer noch so ein bisschen an der Nadel von Activision hängen und sich den wöchentlichen Schuss Cold War und Warzone und Skill-Based Matchmaking und Geschrei und Geheul in die Venen hauen müssen, habe ich heute 5 spannende Tipps für euch. Das heißt, lasst an der Stelle, Leute, gern Like und ein Abo da. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche wir damit reinnehmen und welche nicht. Wenn es euch gefällt, wir werden noch weitere Tipps und Tricks auf meinem Twitch-Kanal im Livestream durchgehen. Das heißt, da könnt ihr gerne jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag einschalten. Immer ab 19 Uhr bin ich für euch da mit der normalen Portion Wahnsinn. Lasst uns aber, Leute, zum ersten Tipp kommen. Der erste Tipp, den ich euch heute geben möchte, und da haben schon sehr, sehr viele gefragt, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich ist es relativ einfach. Es steht sogar in den Beschreibungen von den Aufsätzen. Ich zeige euch das trotzdem einmal. Wenn ihr bei euren Waffen auf die Mündungen geht, dann habt ihr ja schon öfter gesehen, dass ihr verschiedene Mündungen habt. Und diese Mündungen haben alle ja eine gewisse Beschreibung. Nehmen wir zum Beispiel die Mündungsfeuerdämpfer. 90% Mündungsfeuerabschirmung. Was bedeutet das überhaupt? Viele von euch haben gefragt. Der Feuerdämpfer, im Prinzip Schalldämpfer, 100% Mündungsfeuerabschirmung. Der Kompensator, da steht gar nichts dazu. Der SOCOM-Eliminator, 85% Mündungsfeuerabschirmung. Und die Agency-Suppressor sind ja vollwertige Schalldämpfer mit Bonuspunkten und Negativpunkten. All diese Dinge machen etwas Spezielles. Und was es ist, zeige ich euch jetzt gerne. Es wird für euch, wenn ich euch jetzt erkläre, vielleicht relativ schnell klar und vielleicht haben es auch schon viele gewusst von euch. Die verschiedenen Feuerdämpfer-Varianten sorgen für ein verschieden langes Feld bzw. Aufblinken eures Schusses auf dem gegnerischen Radar. Das heißt, wenn ihr den normalen Feuerdämpfer nehmt mit 100% Mündungsfeuerabschirmung, werdet ihr, wenn ihr die Waffe abschießt oder abfeuert, auf dem Radar von einem Gegner zu 100% nicht angezeigt. Das heißt, egal wie lange ihr damit schießt, egal wie lange ihr neben ihm steht, mit dem Feuerdämpfer, genauso wie mit dem Agency-Feuerdämpfer, werdet ihr auf der Karte vom Gegner nicht angezeigt. Was ist jetzt aber, wenn ihr die Mündungsfeuerdämpferabschirmung habt mit 90%? Werdet ihr in 9 von 10 Fällen angezeigt oder in 9 von 10 Fällen nicht angezeigt oder werdet ihr auf 9 Meter angezeigt oder auf 90 Meter oder was heißt 90%? 90% bedeutet im Prinzip, dass die Abklingzeit von den Schüssen auf dem Radar um 90% reduziert ist. Das heißt, man kann es mit Sony Vegas in Frames messen. Das ist wirklich minimal und ich habe es hier für euch einmal getestet im privaten Game. Wenn ihr mit dem ganz normalen Dämpfer, mit der 90%igen Mündungsfeuerabschirmung schießt, erscheint euer Schuss auf dem gegnerischen Radar für weniger als eine Sekunde und klingt sofort wieder ab. Wenn der Gegner jetzt nah bei euch dran ist, wird er diesen Punkt, wenn er gerade aufs Radar guckt, mit Sicherheit sehen. Wenn ihr ein bisschen weiter weg seid und der Gegner euch nicht direkt im Sichtfeld habt, wird er, außer er guckt genau in der Sekunde auf die Minimap, den Punkt gar nicht sehen. Das heißt, macht es Sinn, den zu nutzen? Nicht wirklich, solange es sowas wie den Agency-Mündungsdämpfer gibt. Er bringt euch aber eben trotzdem den kleinen Vorteil, dass euer Mündungsfeuer oder euer Schuss auf dem Radar kürzer angezeigt wird. Gibt es ja auch noch den SOCOM-Eliminator. Da steht statt 90% 85% Mündungsfeuerabschirmung. Ich habe es getestet, die Länge, wie lange dieser Schuss auf dem Radar des Gegners ist, ist 1:1 das gleiche wie bei dem normalen Mündungsfeuerdämpfer. Das heißt, egal welchen von den beiden ihr nehmt, was die Abschirmung auf dem Radar angeht, macht es keinen großen Unterschied. Überlegt also in Zukunft, wenn ihr einen dieser Feuerdämpfer genommen habt, ob ihr nicht entweder den ganz runterlassen wollt oder einen ganzen Schalldämpfer rauftun wollt. Etwas, was viele von euch immer aus Spaß schon mitbekommen haben, beziehungsweise auch mal aus Spaß gesagt haben, was aber die Realität ist. Wenn ihr bessere Lobbys haben wollt, könnt ihr euch diese besseren Lobbys kaufen. Und das ist kein Witz, Leute. Es ist von Exclusive Ace und Drifter bewiesen. Es ist von vielen Leuten mittlerweile bestätigt worden. Wenn ihr bessere Lobbys haben wollt, für 2, 3 oder 4 Runden, gibt es durch das Skill-Based Matchmaking-Patent eine einfache sinnlose Lösung. Sinnvoll, wenn ihr sagt, ihr habt so viel Geld, es ist euch eh egal. Sinnlos, wenn ihr eigentlich kein Geld für Activision ausgeben wollt, was unnötig ist und für 2, 3 Runden entspanntere Lobbys ist eigentlich auch Mist. Aber
Das Skill-Based Matchmaking funktioniert so, dass ihr in dem Shop, den ihr hier habt, die Möglichkeit habt, euch ein Bundle, eine neue Waffe, ein Skin, sonst irgendetwas zu kaufen. Wenn ihr euch eine dieser Sachen kauft, habt ihr folgenden Vorteil. Ihr könnt eher irgendetwas kaufen, egal für welchen Preis, ob für 5 Euro, 10 Euro oder 24 Euro. Dadurch, dass ihr etwas Neues habt, was im Shop nur verfügbar ist, was man so nicht freispielen kann, eine Blueprint-Variante, Tracer Rounds, sonst irgendetwas, werdet ihr automatisch für 2-3 Runden, damit dieser Kauf von euch, den ihr dann unter Umständen ja nutzt, promoted wird, werdet ihr in Lobbys geschmissen mit eher schlechteren Spielern, mit Spielern, die eher nicht so viel ausgegeben haben, damit diese Spieler in euren Lobbys sehen, oh cool, das ist eine coole Waffenvariante oder die Waffe schießt pinke Kugeln oder sucht euch aus, was auch immer ihr euch dann gekauft habt. Das wird den anderen Leuten dadurch, dass sie gegen euch spielen, gezeigt und die werden dazu animiert, selber etwas zu kaufen im Shop. Das heißt, wenn ihr mal unbedingt 2-3 Runden entspannt haben wollt und keinen Bock habt auf Reverse Boosten, zweiter Tipp, geht in den Shop und kauft euch was. Ich persönlich kann euch nur davon abraten. Der dritte Tipp, dafür gehen wir zu Warzone rüber. Habt ihr euch irgendwann mal gefragt, in welchem Umkreis die Drohne über euch eigentlich angezeigt wird? Ihr hört das ja öfter, wenn ihr in Warzone unterwegs seid, feindliche Drohne. Damit ist nicht gemeint, dass irgendeiner von den anderen 149 Spielern am Anfang am anderen Ende der Karte eine Drohne gezündet hat. Ansonsten würdet ihr ungefähr 200 Mal pro Runde hören, feindliche Drohne. Nein. Der Drohnenradius über euch ist nach dem neuesten Fix 250 Meter. Das heißt, im Umkreis von 250 Metern auf der Warzone-Karte erhaltet ihr die Notifizierung, dass eine Drohne aktiviert wurde und ihr auf der Drohne angezeigt werdet. Das Ganze könnt ihr auch umdrehen. Zündet ihr eine Drohne, seht ihr nur Gegner auf dem Radar, die in einem Umkreis von 250 Meter um euch herum sind. Dazu passt auch, dass in einem Umkreis von 250 Metern eure Schüsse ohne Schalldämpfer auf der Minimap von Gegnern angezeigt werden. Genauso könnt ihr auf eurer Minimap die roten Punkte auf der Warzone-Karte auf der Minimap sehen, wenn Gegner ohne Schalldämpfer schießen und das 250 Meter von euch im Radius entfernt ist. Alles, was über diesen 250 Metern ist, wird auf dem Radar nicht mehr angezeigt, auch wenn die Gegner ohne Schalldämpfer schießen. Was das Ganze aber bedeutet, wenn man es hören möchte, ohne Schalldämpfer könnt ihr einen gegnerischen Schuss bis zu 400 Meter weit hören. Alles über den 400 Metern ist vom Game Design so runtergekurbelt, dass selbst mit dem neuesten Astro A50 und den saubersten Ohren der Welt ihr die Schüsse nicht mehr wahrnehmen könnt, solange es eine MP, ein LMG oder ein Sturmgewehr ist. Die 50er Kaliber Sniper sind etwas lauter, das heißt auch ohne Schalldämpfer könnt ihr diese Waffen bis zu 400 Meter und mehr hören, da müsst ihr aber schon sehr, sehr gute Ohren haben. Die letzte und fünfte Sache, und ich bin mir sicher, dass ihr nicht alle Sachen 100% gewusst habt. Die fünfte Sache, Leute, ist im Prinzip das Anlegen von der Ballistikweste, das Waffenwechseln, das, wenn man nachgeladen hat, Double-Tappen sagt man oder Doppel-Dreieck drücken oder auf der Xbox ist es irgendwie eine andere Taste oben. Ihr könnt zum Beispiel verschiedene Sachen, wie die Panzerung hier, super schnell nehmen. Im Prinzip könnt ihr die Animation, die Waffen machen, wenn ihr zum Beispiel das Magazin reinladet, dann lädt das Magazin rein, dann zieht ihr nochmal den Verschluss nach hinten. Diese ganze Animation, die könnt ihr überspringen. In dem Moment, wo ihr rechts unten bei der Waffe seht, dass die Kugel leer ist, lädt er ja automatisch nach. Dann seht ihr irgendwann, wenn diese Animation von vorne oder losgeht, dass da irgendwann diese Zahl aufblinkt, wie viel Schuss in dem Magazin sind. Sobald diese Zahl aufblinkt, könnt ihr entweder, wenn ihr es eingestellt habt, Sprinten drücken, das bricht das Nachladen ab. Mit dem richtigen Timing ist die Waffe geladen, die Animation wird übersprungen, ihr könnt direkt weitermachen. Oder als zweite Option, ihr drückt Doppel-Dreieck in dem Moment. Dann tut der Charakter so, als würde er die Waffe tauschen, er behält sie aber, weil ihr Doppel-Dreieck drückt und das Magazin ist durchgeladen, der Verschluss ist gezogen, ihr könnt direkt in den Krieg. Ich hoffe, die Tipps haben euch alle geholfen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues dazu gelernt. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Wir sehen uns im Stream heute. Haut rein!